War hier nicht irgendwo das Symbol, wo ich hin sollte? Da oben, genau. Findet sich oben rechts auf dem Bildschirm. Ja, das weiß ich schon. Paranoia gehört zur gesunden täglichen Ernährung. Zur Lobby gehen, abgeschlossen. Die Testkammer finden und betreten. Jo, die ist irgendwo da hinten, ne? Ja. So, gehen wir mal auf zur Testkammer. Lalalalala. Was ist hier für eine Versammlung? Shop öffnen. Aha. Der Shop machen wir später, ne? Das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal zu der Testkammer. Ich hoffe, dass es keine Gaskammer ist. Wollen Sie die Testkammer betreten? Ja, freilich! Deswegen bin ich hier! Oh, und selten gesehen, der Ladebalken. Ja, Mensch. Muss ja auch mal sein. Ab und zu müssen wir ja auch mal laden, ne? Ja, genau. Ja, und hier im Spiel gibt es keine Level, nur mal so nebenbei erwähnt. Irgendwie kann man bloß ein paar Skills aufwerten oder so war das. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das mal in der Beta angetestet hatte. Director de la Guardia. Hallo. Sie geben mir Lehm und erwarten, dass ich daraus Stahl mache. Sie wollen keinen Ausbilder, sondern einen Alchemisten. Ich sage Ihnen, Sie sind in einer Welt voller Tiger und werden lebendig gefressen, wenn Sie schwach sind, wenn Sie zögern, nicht zuerst zu schlagen. Hier lernen Sie, zuerst zu schlagen, hart zu schlagen. Diese Kampfhologramme tun Ihnen übrigens nichts. Ich hingegen habe ein gutes Gewehr und angeblich einen Hang zum Sadismus, den ich allerdings Motivation nenne. Sie haben Potenzial, aber es ist keine Zeit, es hervorzulocken. In ihnen ist eine Macht, eine Anima, die sie nutzen können, um stärker zu werden, schneller, effektiver beim Töten. Sie ist das magische Heilmittel für alles. Ihre Waffen werden zu einer Erweiterung ihrer selbst werden. Sie sind die Werkzeuge, durch die ihre Anima Wirkung zeigt. Bewaffnen Sie sich und zeigen Sie mir diese Macht. Wir haben hier ein Arsenal und Sie können mit allem experimentieren, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie gehen, dürfen Sie nur eines mitnehmen. Sie haben jede Menge Kanten und mich interessiert nicht, warum oder woher Sie sie haben. Ich will nur, dass Sie sie schärfen, soweit es Ihnen möglich ist. Nichts weniger. In der Testkammer können Sie das sicher tun. Gefährlich bin hier nur ich. Gut. Fangen wir an. Jo, als ich das Spiel damals mal angetestet hatte, dann war das bei den Templern, die ja irgendwelche Viecher zum Antesten haben und die haben halt Hologramme. So, und jetzt geht es darum, die ganzen Waffen mal durchzuprobieren. Und dann wollen wir doch mal schauen. Blutmagie, was? Chaosfokus, Elementalismusfokus, ja. Zu den Sachen komme ich später. Denn ich gehe davon aus, dass ich mich für eines dieser Dinge entscheiden werde. Aber ausprobieren werden wir trotzdem alles mal. Na gut, wir... Sturmgewehr, normal, Pistolen. Sturmgewehre sind leistungsstarke Fernwaffen mit okkulten Nebeneffekten, die mächtige Unterstützungsoptionen gewähren. Stufe 1 heben sie ein Übungsgewehr auf, um mit der Ausbildung vorher zu beginnen. Mission erhalten, Dingens ins Gewehr. So. Gott, auch auf diese ganzen Meldungen. So. Haben wir das? Und jetzt, wenn ich 1 drücke, passiert nichts. Fehlende Waffe. Sie können die Kraft nicht einsetzen. Ja, hallo, ich hab doch hier jetzt. Dann drück doch mal U und nehm dir mal die Waffe. Du sollst das Sturmgewehr benutzen, du blöde Gäs. Ja, bescheuert oder so? Wird durchgeführt. Ja, ist doch schön. Du sollst aber die Waffe nehmen. Und ich hab die aber irgendwie nicht. Ach, Mensch, ins Kinder noch. Fehlende Waffe. Inventory.
Waffe, Sturmgewehr. Ah ja, alles klar, gut. Hat mir das irgendjemand mit dem Inventar erklärt? Ich schätze mal, ich habe es einfach bloß wieder übersehen. So, wenn ich mich jetzt so rumdrehe, es sind keine gültigen Ziele in Reichweite. Wieso nicht? Muss ich echt näher ran damit, oder was? Es sind keine gültigen Ziele in Reichweite. Immer noch nicht in Reichweite, 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 immer noch nicht. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So, wenn ich mich jetzt ein bisschen drehe. Ah, dann dreht es sich automatisch dahin. Gut, und wenn ich mich jetzt hier mit dem Rücken dahin drehe, dann. Sie haben keine freie Sicht auf das Ziel. Okay, gut, also ein bisschen dahin muss ich schon, also ich sollte das Ziel eventuell schon im. Wutte! Okay, gut, das Sturmgewehr würde ich sagen, haben wir ausprobiert. Und wir gehen mal über zur Pistole. Annehmen. So, haben wir das? Müssen wir wieder ins Inventar uns mit der Pistole ausrüsten? Hallo? Was haben wir denn hier überhaupt alles? Was ist denn das? Plus Gesundheit, Angriff. Wir rüsten uns damit auch mal aus. Gürtel, plus Gesundheit, plus Angriff. Nehmen wir das doch auch mal. Knochen, plus Gesundheit, plus Angriff. Nehmen wir das doch auch mal. Asche. Das sind lauter Talismane, die ich überhaupt noch nicht angelegt habe. Soll ich das vielleicht mal tun? Hat mir das irgendeiner erklärt? So, wollen wir mal gucken jetzt hier. Feuer frei. Feuer frei. Das Ziel ist außer Reichweite. Aha, mit der Pistole kann man also schon... Oh, ding, 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 cool. Und? Das ist Ghetto-Fire, ne? Würde ich mal sagen. So, gut. Haben wir das mit der Pistole auch? Nehmen wir die Schrotflinte eigentlich. Ja komm, nehmen wir sie mal, dann können wir vielleicht ein bisschen was lernen. So, Schrotflinte aufgehoben, ausrüsten. Ding, 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 so. Alles klar, gut. Gehen wir näher ran, wählen uns ein Ziel und feuern. Jawohl, das kennen wir schon. Jetzt möchte ich aber gerne mal hier die 2 nochmal machen. Der Schuss, der war so cool irgendwie. Achso, muss ich ihn erst irgendwie aufladen, den Schuss oder so. Bam, okay, haben wir das auch. So, waren wir bei den Fernkampfwaffen. Gehen wir zu den Nahkampfwaffen. So, die haben wir dann hier drüben. Klinge, Faustwaffe und Hammer. So, Klinge. Auswählen. So, haben wir das. Müssen wir wieder I und uns mit der Waffe ausrüsten. Die ganzen Talismane lasse ich jetzt mal weg. So, du bist der Nächste. Und dann drücke ich jetzt 1 und... Kriegst du aufs Maul. Und dann machen wir noch die 2. Und 1. 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 Oh, ja, okay, haben wir das, ne? Wenn ich das jetzt hier mache, ja, dann treffe ich natürlich alle, gell? Ja. So, gut, haben wir die Klinge. Faustwaffen. Annehmen. Auswählen. Ausrüsten. So. Die Kralle. Hier machen wir eine Wolverine, würde ich sagen, ne? Hier. Ja, auswählen. So, jetzt ja los. Einmal gekrallt. Zweimal gekrallt. Hervorragend, haben wir das auch erledigt. Auf zur nächsten. Wir nehmen den Hammer. Jetzt machen wir einen auf Bob, der Baumeister. Neue Mission. Durch Annehmen dieser Mission wird die folgende aktive Mission pausiert. Wieso? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, machen wir halt mal. Ja. Achso, da ist die Faustwaffenmission noch gar nicht abgeschlossen, oder was? Jetzt muss ich mich erstmal hier wieder ausrüsten. Hammer, so. Okay, gut. Nächster Gegner. Machen wir 1 hier. Boom, auf die Fresse. Boom, auf die Fresse. So, ich glaube, ich hatte das mit den Krallen hier noch nicht... Was ist denn das jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Gehen wir jetzt zu dem, was ich als erstes... Wo ich als erstes... oh, Entschuldigung. Wo wir denn als erstes drüber waren, hier... Diese ganzen Dinger. Blutmagie. Jetzt wird's interessant. Das ist...
Mein Budget. Ausgerüstet. Ich habe ein Buch auf dem Rücken. Ist ja toll, ne? Ich mache erstmal das Inventar dazu. Und jetzt wollen wir nochmal gucken hier. Was haben wir denn hier? Kochendes Blut. Aus Küchen. Befallen. Aha, cool. Blutmagie. Das ist, glaube ich, auch das, womit wir in der U-Bahn angegriffen wurden. So, probieren wir das nächste aus. Chaosfokus. Jetzt haben wir so ein Schild auf dem Rücken. Das wirkt gleich wieder ein bisschen besser als das Buch irgendwie, glaube ich zumindest. Boah, das schaut nicht so interessant aus. Ja, ich gehe wieder bloß danach, wie es aussieht und nicht, was es kann. Denn es muss ja irgendwie schnell gehen, ne? So, was haben wir jetzt hier noch? Elementalismus. Gedingens. So, da wollen wir doch mal. Hallo, wähl doch mal den Gegner aus jetzt hier. Achso, ich muss erstmal ausrüsten. Sag mir das doch einer. So, da habe ich was an der Hose. Das ist schön. Ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das behalte ich. Hallo, mach doch mal die zwei jetzt, Feuerchen. Was ist das hier überhaupt? Empfindliche Strömung, ein regelmäßiger Schaden. Ich! Ach ne, die! Ja, ich glaube, ich nehme Elementar-Dingens. Elementar-Ressource wird benötigt für den Einsatz ihrer Elementarkräfte. Jetzt steigen die Punkte da unten immer mehr und immer mehr. Jetzt habe ich sie voll. Und jetzt machen wir die zwei. Ach so! Also das blaue Feuerchen hier, die zwei, braucht zwei so eine blauen Pünktchen und dann kann ich das anwenden. Alles klar. Habe ich das verstanden. So, weg, weg, weg. Hilfe. Nee, Hilfe wollte ich eigentlich nicht. Fähigkeiten, Dingensens. Ja, ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns auch ein bisschen später.